Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, die letzte Folge war ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, jetzt fragt ihr euch, wieso steht denn der jetzt schon in der Base? Der war doch in der letzten Folge noch in der feindlichen Fabrik. Ja, folgendes ist passiert. Die Aufnahme war zu Ende. Der Dark hatte sich ja in unsere Heimatbasis zurückteleportiert. Der hatte die Schnauze voll. Kann ich vollends verstehen. Wir haben sie dermaßen um den Sack gekriegt. Der hat dann vor lauter Frust angefangen. Er hatte sich eine Blueprint hier im Steam Workshop gezogen für ein Hover-Fessel, also hier so ein Landfluggerät. Und sollte so eine Art Panzer sein. Aber das Ding hat wohl Material gekostet ohne Ende und konnte gerade mal ein bisschen links und rechts fahren. Also der hat das dann wieder abgebaut. Dann hat er angefangen, sich eine Wessel zu bauen. Der war total frustriert, muss man dazu sagen. Das ist schon mal der Anfang hier. Also das ist so ein Mischmasch. Der Rest von dem Hoverboard da und das neu angefangene Raumschiff. Mal sehen, was er daraus macht. Und ja, ich habe dann sein Raumschiff abgebaut in der Fabrik und das bisschen Stuff, was ich noch retten konnte, habe ich mit hier hingebracht. Rache ist süß, meine lieben Aliens. Wir kommen wieder, gar keine Frage, aber jetzt erstmal nicht so schnell, weil es war doch ziemlich heavy. Ich weiß nicht, wie oft sind wir gestorben? 10 Mal, 15 Mal, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ja, eine unscheinbare Fabrik war es. Also hätte ich niemals mitgerechnet. Muss man ja den Entwicklern mal einen Respekt zollen. Haben sie uns ja echt ein Ei gelegt. Wir hatten ja die Alien-Basis direkt angegriffen. Das war ja alles Pillepalle. Aber dann, ach komm, nehmen wir die Fabrik eben noch ein. War da nicht. Gut, was machen wir in der Folge? Wir werden, also ich werde, weil der Dark ist jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 Folgen nicht dabei. Der ist arbeiten in der Zeit, wo ich jetzt am Aufnehmen bin. Ja, sowas soll es auch geben. Wir müssen arbeiten für unsere Wurst im Kühlschrank. Wir werden, also ich werde, noch ein bisschen Material farmen hier auf dem Planeten für unser Mutterschiff. Werden wir gleich mal schauen, was wir noch brauchen. Und also von dem, was wir am meisten brauchen, haben wir ja schon einen Teil. Also das Eisen. Da brauchen wir, glaube ich, 6.000. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5.000. Schauen wir mal. Ja, und drin hat der Dark dann auch noch ein bisschen gebaut. Das zeige ich euch auch. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber er wollte es haben. Gut. Er hat die Basis ein bisschen eckig ausgebaut, zugemacht und hat diesen Superkonstruktor. Also das hier drüben ist ja der normale Konstruktor. Und er hat jetzt den Superkonstruktor gebaut. Damit könnt ihr dann wohl auch spezielle, wo ist es? Kann man das hier sehen? Gefechtsstahlblöcke. Also ihr könnt hier schon noch andere Sachen bauen, die ihr mit dem normalen nicht bauen könnt, mit dem normalen Konstruktor. Gepanzerte Blöcke hier zum Beispiel, sowas. Was da jetzt im Einzelnen noch alles dabei ist, was da ist? Goldmünzen. Gut, weiß ich nicht, ob man die braucht. Kühlschrank. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt Erze farmen. Wir müssen allerdings jetzt mal wieder gucken, was wir alles. Wir haben ja nichts mehr im Inventar. Wir müssen alles produzieren jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall für den Bohrer. Zack. Brauchen wir Munition und für unsere, ich habe mir dann das Pulsgewehr zwischen den Folgen jetzt nochmal neu gebaut, brauchen wir auch die 5,8er Munition. Ich hoffe, der Kollege, warte, ich gucke mit dem Strom. Ja, sieht gut aus. Sauerstoff geht auch. Ich hoffe, er hat uns jetzt noch ein bisschen Stuff da gelassen, dass wir da Munition machen können. Wie gesagt, er war, ja gut, Magnesiumpulver ist da. Batterien haben wir keine hier drin. Dann werden wir erstmal das Bohrer-Tool machen. Bohrerladung, da ist sie. Die 5,8er Munition ist hier. Die Metallstücke. Sechs Bohrerladungen haben wir machen können. Wir haben kein Metall mehr.
Er hat echt alles verwichst. Gut, dann müssen wir erstmal Eisen ein bisschen besorgen. Wie sieht's Nahrungstechnik? Ja, Nahrung haben wir ja eigentlich jetzt genug gekriegt, ne? Ja. Mit dem, was wir alles verloren haben. Sauerstofftechnisch haben wir. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal Eisen holen. Obwohl, ich wollte mir mal eben aufschreiben. Wo war denn das? Escape? Ne, Escape war es nicht. Dann Inventar. Die Baupläne. Und das ist ja mein großes Ziel, die Haken. Ich weiß nicht, ob das eventuell, dass der Schuss nach unten, hinten losgeht. Weil ich habe jetzt gesehen, die Flugkabine ist hier hinten. Ich bin mal gespannt, wie das Teil sich steuern lässt. Ob man da überhaupt was sieht. Alternativ hätten wir die Polaris. Aber da sieht man nicht, ob da noch andere, ob man da noch ein kleines Raumschiff mitnehmen kann. 27 mal 9. Die scheint größer zu sein, ne? Blockanzahl 4131. Ah ne, die hat nur 2300. Naja, wenn, würde ich schon die große machen. Und wenn die nix ist, sehr gut, dann müssen wir vielleicht zwischen den Folgen uns die Zeit nehmen, die abzubauen und mit dem Stuff dann die Polaris zu bauen. Aber hier finde ich halt cool, wie ihr seht hier oben, da können also die Vessels rein und ihr habt immer so ein kleines Raumschiff dabei. Macht schon was her. Gut, aber wir brauchen wie viel Eisenbahn? 7. Ja gut, wir brauchen so oder so Eisenbahn. Also marschieren wir los. Haben wir denn noch Strom bei uns? Ja, ist voll. Wie sieht's mit Sauerstoff aus? Der war der auf der Seite, ne? Auch voll. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Haben wir jetzt alles? Mit Y starten wir. Und wir schauen mal auf der Map, wo ist Eisen? Kobalt, Kupfer, Promethium, Eisen. Rechts von uns. Düb, düb. Ich finde es schade, dass man so noch nichts markieren kann, dass er die Flugroute dann anzeigt. Das wäre eine schöne Idee. Bevor wir es los, wie viel haben wir denn da überhaupt noch? Die Hälfte haben wir noch. Also das finde ich, wie gesagt, eine coole Idee. Wenn man einen Punkt auf der Karte markieren kann und bekommt den dann hier im Cockpit angezeigt, wie man fliegen muss. Oh, wir sind schon da. Was ist denn das? Wir landen mal hier. Also. Ups. Und wir steigen aus. Ach, hier unten das. Oh, hä. Ja. Okay. Irgendwelche Drohnen in Sicht. Gut, dann machen wir Jetpack an und bremsen ein bisschen ab und landen. Okay, dann auf fröhliches Nachladen. Aber jetzt. Also um die 2000 Erze, Barren fehlen uns noch. Plus ein bisschen für Munition. Ja, diese verdammte Fabrik, die haben noch echt ein bisschen länger darüber diskutiert zwischen den Folgen. War schon heavy, ey. Die hatten echt, wie viel von den Cores hatten die unten drin? 10, ne? Gut, der Fehler war vielleicht, dass einer vorgerannt ist und dann fing das Sterben ja an. Wären wir vielleicht zusammen da reingegangen, einer hätte dem anderen Rückendeckung gegeben etc. pp. Wäre es vielleicht gut gegangen, aber nun gut. Wie gesagt, damit hat keiner von uns beiden gerechnet. Aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Weil von diesen Fabriken wird es garantiert noch mehr geben.
So, Kollege Eisen, Eisen, Eisen. Wir sollten uns bei Gelegenheit dann vielleicht auch mal so eine... Es gibt so Arbeitslampen, portable Lampen, die könnt ihr dann aufstellen an diesen Baustellen. Ich glaube, die heißen sogar Baustellenlampen. Dann habt ihr ein bisschen Beleuchtung. Die brauchen also jetzt auch keinen extra Stromgenerator. Die haben wohl integrierte Batterien. Dann habt ihr zumindest auch in der dunklen Zeit dann in der Nacht. In der dunklen Zeit. Licht. Das Raumschiff dann nur noch 36 von diesen Pflanzbeeten. Wird auch noch eine Prozedur sein, die zu bauen, zu machen. Kommen hier noch Eisen? Ja. Fräsen uns hier mal durch. Also um die 2000 Erze müssten wir hier noch rauskriegen. Bin auch jetzt mal gespannt. Vielleicht sehen wir das in der Folge noch oder in der nächsten. Die Alien-Basen, die wir jetzt eingenommen haben, die wir mehr oder weniger auch zerstört haben, ob die jetzt von denen wieder eingenommen worden sind oder ob da jetzt wirklich Schicht am Schacht ist. Schon mal interessieren. Geht die Sonne auf. Ich hoffe, bis dahin haben wir dann genug Kram zusammen, dass wir schon wieder zurück zur Base können. Ja, und ich habe den Kollegen ja mal ein bisschen eingefärbt jetzt, bevor ich die Folge gestartet habe. Das geht also doch im Startbildschirm, müsst ihr dann einfach auf Spieler einrichten klicken und dann könnt ihr da farblich ein bisschen mit der Rüstung rumspielen. Ich habe da jetzt, glaube ich, so ein grün-rot-orange genommen. Grün-orange, grün-rot. So, na, irgendwas in der Richtung. Gib mir Eisen. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kleines Eine, kleines Raumschiff. Mal gucken, ob eine Drohne angeschossen kommt. Der sich einen Wolf farmt. Herr Kollege.
erstmal Eisen. Ne? Kein Eisen. Das hier ist, glaube ich, noch Eisen. Ich nehme mal alles, was so ein bisschen blinkt hier. Ne? Mal hochhüpfen. Hüpfen. So viel übersehen jetzt am Rand. Dieser Bohrer wäre auch platt. So. Ich habe kein Schotter, ich will Eisen, Ernst. Was mit Schotter, Kollege? Müssen wir dann auch, aber das machen wir zum Schluss. Neuen Treibstoff besorgen. Weil wir haben jetzt zwar noch 1000 Batterien, aber aus der Erfahrung damals, aus Alpha 1, gehen die irgendwann ratzfatz weg. Gut, kommt natürlich dann auch, wenn ihr die Basis ausbaut, größer macht, dann verbraucht ihr mehr Strom, schneller Strom. Ihr stellt einen zweiten Generator auf, gezwungenermaßen. So nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was ist denn jetzt hier mit Metall? Hallo? Hallo? Komm hier durch. Raus. Und ja, jetzt leer haben, dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Pimpel. Ist er leer. Ja, jetzt ist er nachgeladen. Und wir haben 999, 275. Und die Erze. Hä? 32%. Haben wir noch. Komm, dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Jetzt, wo es hell ist, da sehen wir ja auch was. Und dann machen wir die Mücke. Das Erzlager auch fast schon ausgelutscht. Hätte ich nicht gedacht.
Ich habe eigentlich am Anfang des Spiels gedacht, wo wir das eingestellt haben, hier mit den Erstlagern, dass sie vielleicht ein bisschen mehr haben und habe dann gesehen, oh, hier 5000. Da brauchst du bestimmt nur ein Erzlager und dann hast du ausgesucht. Das Shitte. Das war nur Schotter, ne? Oder? Ja, Erz. Okay. Okay. Müssen wir eigentlich auch nochmal die Folgen von der Fabrik angucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da überhaupt schon Loot dann gefunden hatten, den wir letztendlich dann wieder verloren haben, oder ob wir da die großen Lootkisten noch gar nicht gefunden hatten. Also ein, zwei kann ich mich ja spontan dran erinnern, aber kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war. Müssen wir mal schauen. Da war ja noch ein Raum, wo noch so ein riesen Geschütz drin stand. Aber da haben wir ja dann schon mehr oder weniger aufgegeben gehabt. So eine lästige Fliege hier. Schönes Loch hier gefräst. Victim ist viel. So. Das war's. Wir kommen nicht mehr raus. Dort, da kommen wir raus. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, komm. Und wenn da zum Schluss noch 20, 30 Barren fehlen, dann kommen wir uns die holen. Ist er. Komm hier raus. Raus. Ah, dieses Spiel. Ich freue mich schon auf die neuen Planeten. Ich habe ja noch keinen davon gesehen. Bin mal echt gespannt. Ja, wir sind auch schon bei 23 Minuten. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir anfangen, da ein bisschen Metall zu schmelzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist. Aber sowas gehört zu solchen Spielen dazu. Survival, Bauen und Gedöns und Abbauen und hast du nicht gesehen. Und das ist ein Part, der macht mir auch sehr viel Spaß, weil man kann sich da ein bisschen bei entspannen. Gut, wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute und schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye, ciao.